hier ist Wasser, das ist ja voll geil. Voll Wasser. Was ist da, Wasser? Da ist so ein Teich. Ist nein! Da. Nein! Oh, das wird eng, das ist ein Zaun. Nein! Zaun. Boah, die Pferde, ey, die heben Pam immer ihren Kopf. Ja, ich hab mir gerade noch gesagt, du kannst da ganz easy rausfahren. Ich hasse diese Trailer. Ich warte auf Andi. Ich hasse diese Trailer. Irgendwie sind die im ETS einfacher. Anderer Drehpunkt. Ja. Jo, ich würde trotzdem viel fahr rückwärts raus, Andi. Also fahr's einfach nur geradeaus rückwärts, da kommst du geradeaus raus. Du kannst es auch so probieren, gegen das Haus zu fahren. Du kannst auch das Haus abreißen, das geht auch. Ich hab ja die Faxen dicke hier. Und jetzt einfach geradeaus rückwärts. Ohne, also, du hast so geradeaus rückwärts kommst. Ohne irgendwie auszuschlagen. Genau so. Und dann kannst du nämlich wunderschön so raus, dass du siehst. Noch am besten noch einen Meter zurück oder so. Ist ja noch eine Collision Zone, also mich kannst du schon mal nicht rammen. Ja, da schon wieder die Vorkehrung trifft. Warum? Warum bleibt der jetzt stehen? Andi, warum? Das geht schief, wenn du jetzt rausfährst, glaube ich. Das geht schief. So, jetzt kannst du rausfahren. Irgendwie bin ich gerade geflogen. Ja, aber ja, weil er noch in der drin war. So, jetzt kannst du raus. Jetzt fahren wir. So, ist halt nach links, gell? Ja, ja. Gut, dann müssen wir hier. Genau, da steht ihr. Wunderbar. Dann kommen wir weiter. Boah, das wird aber echt stressig hier. Carsten, hast du das Licht an, zufällig? Ja, immer. Wer fährt denn da jetzt rüber? Ich fahr die ganze Zeit hier Laterne! Ey Leute, wir haben hier eine riesenbreite freie Straße. Ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, dass ihr hier Laternen mitnehmt. Ne, Laternen sowieso nicht, weil hier keine stehen. Nee. Strommasten. Ich nehm dich gleich mit. Nee. Oh, bei mir echt ein Truck. Ich sag da mal nichts zu, ne? Nee. Hier ist eine Sprachpause gefüllt, ich hab grad was getrunken. Dann sag doch mal nichts. Links nix abbiegen. Nix. Sehr eng genommen, die Kurve. Doch. Wen wird sie kriegen? Was nimmt der Julian? Die Kurve oder eng was? Ich krieg dich. Julian, ich krieg der Marsch. Ui. Hier war ich schon mal. Echt? Ja. Aber schön wieder Julian hier wieder weg, scheiße. Ja. Schön die Multiplayer, in die Singleplayer war ich hier schon. In die Singleplayer, ja. Gibt es so ein Indie-Spiel von, oder? Mm. Ja, das ist ein Jump'n'Run. ich dachte irgendwie ein Kickbox. Ey, hup nicht. Nee, ich wollte nur einfach mal die Hupe ausprobieren. Nein, das ist Beleidigung. Zeig dich voll an, ey. Boah, der Jatak, der zieht gerade voll weg. Ich habe ja auch einen geilen Motor. Du hast auch einen kleinen Anhänger. Ey, du hast voll den kurzen. Nee, ey, dafür habe ich den längeren Schlag. Ach so. Ihr sagt aber, wenn da was kommt, oder? Nö. Also die beiden davon. Die Brücke ist eng. Wie, die Brücke ist eng? Die ist doch breit genug. Nur keine Panik, nee, aber da kommt jetzt eine Stadt. Ja, tack! ich bremse mal Kasten. Ich bin gerade an der Firma vorbeigefahren, wo ich raus muss. Oh, hätte. Wir sind in Reding. Gibt's hier eine Tanke? Achtung. Ich guck mal kurz. Andi, genau. Geradeaus, ganz durch und dann vorne rechts. Also bis es nicht mehr geht und dann rechts. Ich fahr mal mit dir mit, Andi. Ich bin mir dann voll um. An der Kreuzung muss ich kurz wenden. So, fahr mal bis zur Kreuzung geradeaus durch und dann rechts. Und dann findest du auf der linken Seite eine Tankstelle. Hast du eine Ferse? Ja, da wo grün so, ist hier rechts. Ich dachte, du bist da irgendwo. Ach, rechts. Und dann linke Hand rechts ist eine Tankstelle. Oha! Also du wendest jetzt hier rechts. Du bist heute ein bisschen schreckhaft, kann das sein? Ja, ein bisschen. Ich stehe mal an der Tankstelle. Dann tanke ich mal vor dir, damit du gleich tanken kannst, wenn ich fertig bin. Also ich müsste in eine Werkstatt. Ja, ich auch. Du fährst mir ja ständig kaputt. Ich? Ja. So. Genau. Ich habe mal ein bisschen getankt. So, zwar nicht ganz voll, aber ein bisschen getankt. So, da fahren wir mal hier hin. Ja, sicher, ne? Ja, eben. Bisschen was auf Kette haben, sind wir nicht schlecht. Ich gucke mal bei mir. Ja, Tag, nimm dir mal ein Beispiel am Osch. Der ist so lieb zu mir und du bist immer so gemein. Ja. So, Achtung, Andi. Frage ist, wen du lieb machst und wen du gemein machst. Was Andi, das geht jetzt insofern schief, dass er hier von vorne... Ey, Kollege! Sieht der nicht, dass ich hier stehe?
Was soll denn das? Das frage ich mich jetzt gerade auch. Kollege? Ja, ich mach keinen Platz, Kollege. Der Uruguay. Ich bin gerade überlegen, was ich dir in den Chat schreibe. Der ist schon ein bisschen dämlich, kann das sein? Ich kann auch nicht M oder sowas schreiben. Nicht? That's not going this way. That's not... egal, going... going... rücksichtslos, nur die Szene nur Geld. Der peilt's nicht, kann das sein? Wait, der peilt's halt echt nicht. Ey, dann musst du einfach nur rückwärts wieder rausfahren, wie der hergekommen ist. Er hat doch gesehen, dass du da stehst. So, jetzt fährt er, glaube ich, vorwärts oder rückwärts. Der will dich da weg. Ey, so ein Spacken, ey. Andi, vielleicht kann ich dich irgendwie rückwärts dirigieren oder so. Nee, ich mach keinen Platz. Da kann er sich... Nö. 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 Ey, Kollege. Seid ihr eine Ampel hier links oder rechts? Rechts. Ah, ich sehe schon. Ich hub mal mit. Carsten, da, wo der Lärm herkommt. Carsten, hub mal mit. Wahrscheinlich hat er keinen Ton an, das bringt nichts. Leute, die hupen übersteuern, das klingt total creepy. Egal. So. Was heißt rückwärts, backwards? Mein Gott, ey. So was Bescheuertes. We were. Ich bringe jetzt mal meine Fracht weg. First. Komm dann gleich wieder, das dauert ja hier noch eine Stunde. Wo ist denn die Werkstatt? Er hat's kapiert, Andi, er hat's kapiert. Ah, die Werkstatt ist da. Wow, so. Nach Zeichen und Wunder. Ja, das war, glaube ich, mein Chat. Ich kann mich voll verständigen, ey. Ich bin der Streitschlichter. Ey, voll geil. Hast du auch so eine Weste an? Genau. Halt, stopp, jetzt rede ich. Oh, ich habe eine Arbeitsagentur entdeckt. Das Tankstellen keine No-Collision-Zones sind. So, jetzt kommst du, glaube ich, raus. Trailer, die in der Luft fliegen. Das ist geil. Und ich flieg. Immer wieder, bin so stark. Oh nein. So, da ist Eddies. So, wo müssen wir denn, rechts oder links? Ich hab grad irgendwie... Links. Oh, ne, nicht wieder so ein Scheißding. Sag bloß, der springt nicht an, ich werd wahnsinnig. Wo bist du hin, Carsten? Geradeaus? Josh? Ja, immer geradeaus. Ja, was ist Carsten? Andi... Ah, jetzt ist er an. Jetzt ist er okay. An. Okay. Carsten... Wo lang? Links, Tankstelle links raus, anscheinend, wurde mir gesagt. Gut, und dann? Unter der Brücke durch? Ja, dann fahr ich einfach geradeaus durch. Da, ganz geradeaus durch. Ganz ehrlich, diese Einparkposition, wird die sich ausgedacht hat, ne? Mit so Trailern. Also dir gehört echt der Schuss. Nie. So. Und dann durch die Stadt durch, Andi, und dann, wo ich bin, wäre quasi links die Firma, aber ich bleib mal draußen stehen, aus Gründen. Um gegen die Mauer zu fahren. Wie viel Sprit der schluckt, der Truck hier? Zum Glück schluckt er nur Sprit. Ich brauch dringend eine Werkstatt, Leute. Ich kann, die ist hier in der Nähe, Andi. Die ist direkt hier rechts. Kann kaum noch den Motor anmachen. Ich fahr in die Werkstatt, so. Ich fahr mit dir mal an die Werkstatt. Null EP und null alles. Und ja, sobald mein LKW mal angeht. Nur wegen euch. Julian, hast mitgekriegt. Ja, ihr seid schuld. Ach so. Nur wegen dir. So, Josh, bist du das da vorne? Genau, da vorne. Der da gerade leider stehen geblieben ist. So, hier rein, da ist Werkstatt. Ich fahr schnell hier rein, bevor ich wieder schuld bin. Oh, Julian, lass dein Mikro ganz. Mikro geschlagen. Ja, das musste ich gerade. Ja, ich musste. Das Mikrofon, das wolltest du auch. Das war aber nicht das Mikro, das war der Popschutz. Der Popperschutz? Macht's auch nicht besser. Der wollte es auch. So. Hä? Was ist denn jetzt schon wieder los? Josh, warum kann ich nicht weiterfahren? Weil du rechtsbündig hinten mit deinem Auflieger auf der Mauer hängst. Die Krise heute. Ja, ich kann's nicht ändern, Leute. Nervt mich nicht. So, genau, jetzt kommst du rein. Wunderbar. Dann einmal durch mich durch und da ist schon der Werkstattpunkt. Der wollte erst durch mich durchfahren. Ja. Ich bin gerade in Außenansicht, dooferweise. Ja. Hey, wer fährt da in mich rein? Ich wollte einen Screenshot machen.
Spaten, ey, Holländer. Boah, was hat der macht nur der hat mich hier kaputt gemacht, das muss man sich echt mal geben. Ja, ich hab dann voll für die coole Auswahl. Also meine Farben jetzt die coolsten. Bei der Szene mit der Baustellenampel war ich gar nicht dabei. Doch. Nee. Doch. Da bin ich an dir vorbei und da bin ich ausgewichen, damit ich dich an dir. Du bist auch an Carsten und an Josh vorbeigefahren. Also im Prinzip sind wir dann alle schuld. Das sind wir auch. Oh, ein Hubschrauber. Ja, aber du am meisten. Ein Hubschrauber. Wir sind schuld, dass er nicht bremst. Finde ich cool. Du am meisten, so. So, jetzt, Andi, du musst doch vor, oder? Andi, du bist Andi, der Einzige, du hast auch eine Frage. Ach so? Lass erst den Holländer raus. Bleib mal stehen, Andi, bleib mal stehen, lass mir den Holländer raus. Andi Epsilon, ja. Dann lass mal den Holländer hier raus. Ach ja. Weißt du, damit der uns nicht hier im Weg oder so rumfährt. Will der ja, wirklich oder will der nicht, oder? Der steht der fährt jetzt schon. Hm. Woher weißt du nur, dass es ein Holländer ist? Weil er eine holländische Flagge hat und .nl im Titel hat. Jetzt fährt er, so. Nein, der hat eine holländische Flagge und NL im Ding. So, vielleicht so. Macht der die Niederlande. Genau, das heißt ja nichts. Wer hupt denn da? Keine Ahnung, ich wer nicht. Das ist. Julian. Komm, das wird ich bin's nicht. Da vorne. Da will noch einer rein. Oh, es geht schief. Andi, nicht raus. Nicht. Fahr noch einen Meter zurück. Gott, den noch einmal rein. Was machen sonst die da? Die rammen sich von ist das vorne wieder der Tankstellen-Typ? Oh, der nee, hat... Das ist ein Polen-Trucker. Sinnlos GmbH. Der hat, glaube ich, einen Gott ganz langen Auflieger, oder? Will der hier rein? Keine der Ahnung. Der blinkt zumindest links. Aber der ist meine ich ja. So, Andi, fahr einfach dann fahren wir mal raus. Wir müssen eh rechts, oder? Müssen wir rechts? Ja. Okay, gut, dann fahren wir raus. Wer fährt denn jetzt schon wieder einfach vor? Der Carsten. Der wird... Die braucht da Stunden. Der steht aber hier auch sehr günstig. Genau, nicht, also nicht so teuer. So. Carsten, ja, geradeaus. So weiß ich nicht, ich hab mir keinen Punkt. Ja, geradeaus. Ja, dann fahr doch. Ja, dann fahr doch vor. Ja, geradeaus geht nicht. Ja, wir stehen mitten auf der Kreuzung. Ihr müsst eh nach links, weil geradeaus ist schlafen. Hallo. Ich wollte nochmal gucken, ob er jetzt falsch fährt. Nö, bin ja nicht blöd. Mediamarkt. Ach nee, die heißen ja, die haben ja den Slogan nicht mehr. Die heißen nicht mehr Mediamarkt? Nee, die heißen schon noch Mediamarkt, aber die haben den Slogan nicht mehr. Wer fährt mir denn da eigentlich hinten rein? Das war ich. Cool. Ja, voll toll, gell, das freut dich jetzt. Ja, weil mir steht jetzt Visit Service. Bei mir steht auch Visit Service. Bei mir steht... Waren wir nicht gerade beim Service? Ja, aber nein. Aber ja, aber nein. Ich hab das was für ein Schild? Das da war so ein Ampelwarnungsschild. Oh, ja das gut, dann wird er nicht mehr von Ampel gewarnt, du müsstest selber drauf kommen, ja, dass da eine ist. Boah, aber hier vor die Kulantstraße. Andi, hast du dir toll ausgesucht. Hier war ich auch schon mal. Ja, ne? Ich hab's voll drauf. Jetzt echt schön hier, es gefällt mir. Irgendjemand hat ein Getriebeproblem. C'est moi. Oh nee. C'est toi? Ist das, was ich denke, was es ist? Ja, ich glaube schon. Oh, ja, das ist mir die Containerin. Achtung! Pam. Josh? Ja? Links ist die Bremse. Ja, nee, Mitte ist Bremse, ja, Chantal. Chantale. Ey, wenn ich links trete, dann passiert nichts, weil ich Automatik habe. So, Jörn, fahr mal vor. Ich hab nichts Böses vor, keine Angst. Nicht so wie bei der ersten Firma. Da habe ich auch nichts Böses vorgehabt. Das ist einfach so passiert. Ich wollte das eigentlich gar nicht. So. You've entered the non-condition zone. I stand. Ach, ja, Andi, bist du schon fertig? Ich hab mal jetzt den einfachen genommen. Ich hab nicht wieder diese. Ja, klar, aber hier ist es euch angebracht. Vorherigen. Josh hat er sich schon gefreut. Wer? Wer? Josh? Ich habe gesehen, wie der Carsten das letzte Mal hier einparken musste, deswegen wollte ich das jetzt nicht. Ich finde die Firma cool. Voll cool, ey. Ja. War das voll cool. Mhm. Guck mal, da ist die 27. Echt? Die 27? Cool. So, wohin? Warum fährst denn du? Ja, wir. Wir haben doch alle auch abgeliefert, oder? Genau, ja, aber wo wollt ihr denn jetzt parken? Werkstatt? Wir Werkstatt? Hier einfach so und so. Oder wir parken hier, genau, wir parken hier. So, und dann sagen wir mal, bis gleich. Bis gleich. Ne? Und dann, jo, bis gleich halt. Bis gleich. Genau, bis gleich. Hallo, genau. Hallo, wir sind da wieder. Da. Hallöchen, ja. Wir sind in Fresno, genau, weil wegen Aufträge und so und fahren nach Los Angeles. Das stimmt das auch soweit. Und mein Auftrag, der ist gleich 2 Meter hier nach links. Und deswegen würde ich sagen, fahre ich gerade mal ganz kurz meinen Auftrag holen. Echt? Deswegen fährst du nach links, weil der dein Auftrag ist? Ja, ganz einfach. Echt? Ich hab jetzt hier mal voll professionell den Rückschluss gezogen, dass das eigentlich ganz sinnvoll wäre. Ganz schön clever.
fahre ich auch, ne? Mal nach links, wenn ihr nach links fahrt. So, und dann ist hier gleich meine Firma. Das heißt, ihr könnt euch auch draußen warten, je nachdem, wo ihr nach denn hin müsst. Willst du uns nicht bei dir haben? Nee, will er nee, nicht. Carsten nicht. Will er nicht. Halt, stopp, ich möchte euch nicht. Ich finde das nicht in Ordnung, was ihr macht. So, Auftrag nach Los Angeles. So, wo ist denn mein Auflieger? Hinten links. Der liegt da einfach so rum oder liegt der auf? Hoffentlich liegt der liegt nicht auf, der DJ. Geht voll der DJ. Jo, okay, Carsten, voll der Bürgersteigfahrer. Ja, hier ist eine Bushaltestelle. Steht dort da ganz oben. Bus. Hä? Also Bürgersteig. Da steht Bus, guck, da oben. Da steht Bus. Ja, Julian, da steht Bus. Kann man nicht mehr sehen, da steht Bus. Ja, Julian, da steht Bus. Bevor so Bus. Nee, das ist nur falsch rum geschrieben. Also das ist USB falsch angeordnet. Ja, da steht Bus. Oder es möchte gerne, dass du es abonnierst, dass du subscribest. So. Carsten, du blockierst und da will jemand durch. Da kommt erstmal jemand anders, danach komme ich hinterher. Und wer will da durch? Hinter uns ein anderer Spieler. Ein anderer Spieler. Das macht nichts. Oder nee, meldet uns nachher wegen Blocking. Ey, ganz ehrlich, man kann auch überholen. Also manche Leute sind auch ein bisschen unfähig. So, jetzt müsst ihr mal vorfahren. Wo müsst ihr denn hin? Fahrt ihr mal. Weil da kommt doch, dann lasst ihn mal überholen, der gerade angerauscht kommt. Und dann schauen wir mal. Also ich müsste jetzt theoretisch genau in die linke Richtung fahren, um die Fracht zu holen. Ich müsste jetzt genau in die rechte Richtung fahren. Ja, dann fahren wir erst zu deiner. Ich müsste auch jetzt rechts und dann wieder links. Was heißt denn rechts und links? Also jetzt rechts bis halt zum Ende der Straße durch, dann direkt rechts und dann wieder links. Hä? Andi, hast du es verstanden? Nee, ist egal. Fahr einfach hinterher. Also auf der Hauptstraße den Jatak muss man nicht verstehen. Abbiegen. Carsten, wo fährst du denn lang? Hier ist Highway, ne? Was ist hier ist Highway? Was willst du denn jetzt? Ich hab die echt nicht verstanden, es tut mir leid. Ja, ist hier deine Firma? Wie gesagt, mach dir nichts draus, mir geht's ähnlich. Ich folge einfach doch den grünen Pfiffen auf dem Navi. Ich folge einfach dir. Das Problem ist, dass da vorne rot ist, Andi. Dann hast du und, doch eine andere Firma als ich. Die biegen links ab, das heißt, wir können doch nicht über rot fahren. Also ich bin rechts ab. Das ist schlecht. Also guck mal kurz auf der Map. Ich muss gleich da links rein. Ich auch. Ich gebe Gas und roll rückwärts. Links. Musst du zu Wallbett oder was? Ja, wieder einmal. So. Weil ich habe so, hab da so Wegpunkt hin. Jetzt habe ich da Wegpunkt hin. So, grün. Frachten hier im Multiplayer. Jetzt habe auch Wegpunkt von Wallbett nach Wallbett. Ich hatte auch die Chance, Wallbett zu fahren, aber ich habe mich dann dagegen entschieden.